Und damit herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal Endertoad. Und wir sind heute mit einem Spiel namens Polybridge. Wir sind hier als Brückenbauer der Aufgabe, Fahrzeuge, dieser Roller da hinten, Brücken zu bauen, damit der rüberkommt. Und ich würde sagen, es geht sofort los. So Leute, hier werden wir auf jeden Fall. Howdy, willkommen in der faszinierenden Welt des Brückenbaus. Endlich ist eine helfende Hand da, natürlich. Ich bin kein Mensch vieler Worte, also lass uns gleich loslegen. Als erstes brauchen wir eine voll einfache Straße über das Wasser. Also, das können wir natürlich easy peasy machen. Sieht auf die Startsimulation perfekt. Die Brücke wird doch niemals halten, oder? Ja? Ich bin schockiert, dass die Brücke hält. Ja, nächstes Level ist... Eine Straße wird gebaut, okay. Wieder eine Straße, perfekt. Ja, das sollte wieder halten. Und mein Auto ist ins Wasser gefallen. Also, aber dieses Fahrzeug ist zu schwer. Wir brauchen Stützen. Wähle Holz, wie gezeigt wird. Oder die Taste 2. Um die Brücke zu stabilisieren, verbinde die Brückenverbindung in der Mitte mit der statischen Verbindung aus den Felsen. Also so. Boah. Ich glaube, ich bin Brückenbauer. Ich werde Bob der Baumeister. So. Nächstes Level. Eine Straße wird gebaut, in dem zwei... Verbindungen miteinander verbunden werden. Also eine große oder wie? Wähle Holz und... Ah, wir sollen so Dreiecke bauen. Verstehe. Okay. Und das soll jetzt ein... Naja, Van halten. Das ist nicht... Um die Verbindung zu bauen. Okay. Shift. Ah. So können wir also verändern. Wir sind über dem Budget. Oh Gott, 50% mehr. Hier brauchen wir eine Bogenbrücke. Günstig und stabil. Dann wird es passen. Eine Bogenbrücke. Okay. Ich bin gespannt. Also es ist... Boah, yo, man kann wirklich Bogen bauen. Krass. Na, wird es jetzt klappen? Ja, sogar... Viel effektiver. Krass. Eine Straße wird gebaut, immerhin zwei Verbindungen miteinander verbunden werden. Was? Jetzt haben wir Holz wieder nach hoch. Bam, 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 bam. Und halt nach hier hinten bauen. Klicke rechts, um ziehen das Tabu Auswahl zu drücken. Okay. Und wie kopiere ich es jetzt? Ah, perfekt. C und... Vertikale Spiegelung mit der Taste F. Ah, oh yo, das ist ja voll kompliziert, als ich dachte. Und das hält? Okay, oben wird es halten, da unten. Okay, der Van hält das. Perfekt. Lass eine Hängebrücke bauen. Ui, eine Hängebrücke? Wie immer benötigen wir als erstes eine Straße und wieder eine Verbindung. Okay. Wähle die Linien aus und... Ach du Heilige, was ist das denn? Kabel? Nimm das Fülle, okay. Und jetzt Seile nach da oben und nach da unten. Also, meine Frage ist, was haben wir denn jetzt eigentlich da gerade gebaut? Also, das hält an den Steinen. Ah, das heißt, wir haben eine Hängebrücke gebaut. Boah, also auf der würde ich nicht fahren, die ist mir zu wackelig. So, hier werden wir mit der Hydraulikbrücke nun, und zwar eine Zugbrücke bauen mit der roten Linie in der Mitte, damit Schiffe durchfahren können. Okay, dann machen wir das mal. Wähle Holz, wie immer. Okay, ich und mein Holz sind schon Best Friends geworden, ich verstehe. Bam, 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 bam. So, und wähle jetzt Hydraulik, okay. Wir sollen nach hier hin. Zieh auf die Holle auf plus 50, dann, okay. So, auf plus 50, da, oder? Ja, plus 50. Doppelklick auf eine Verbindung in der Mitte zu trennen. Dies wäre ein Zugbrücken mit dem Kant. Mit J. Wenn man auf die geteilte Seite rumzoomt, kann man sehen, welche Materialien sich auf der Seite verbinden. Ah, okay. Perfekt. Und jetzt, wie geht das? Also, mein Auto kommt rüber, aber.
Oh, wir bauen sowas. Aber passt das Schiff da wirklich durch? Oh mein Gott, ich kann ranzoomen. Ein Schifflein, sogar mit Rotantrieb, geil. Okay, das war also die Hydraulik. Ich glaube, das ist einer der schwierigeren. Ich werde bestimmt verzweifeln. Ach, stimmt, wir haben ja zwei Autos. Oh, wir können uns sogar hier bewegen, cool. Check ich das auch erst. Manchmal sind Ressourcen, um das Budget zu begrenzen, eine Rampe gebaut werden. Eine Rampe? Wähle Holz, okay. Bam, bam, bam. Bam, bam. Wähle Seil aus. Also ich weiß nicht, wie Seile funktionieren, dass die unten halten. Das meinte ich, das geht doch gar nicht. Z zum Rückgängig machen. Ja, ich dachte schon, Seile müssen nach hier befestigt werden. Damit es schöne Rampe geht. Und jetzt springen wir ins andere Gebiet. Tutorial abgeschlossen. Let's go. 1-1. Wir fangen jetzt wirklich mit einem Auto an. Okay. Wir sollen eine Strecke bauen. Also ich glaube, das ist für mich Brückentower Tobi nicht das Problem. Wir werden die beste Brücke aller Zeiten bauen. Und ja, obwohl meine Brücke gerade echt nicht das Beste aussieht. Ach komm, wir haben das. Wir haben die Ressourcen. Wir haben das Geld. Wir bauen die beste Brücke, damit alle Autos hinausfahren können. Okay, vielleicht sollten wir es nochmal ein bisschen ändern. Vielleicht sollten wir alles nochmal löschen. Bam, 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 bam. Ja, stimmt, Brückenbauer Tobi ist zurück. Nach seiner ersten fehlgeschlagene Sache hin, obwohl ich weiß gar nicht mal, ob das so drin ist. Und hält meine Brücke das Riesenauto aus. Brückenbauer Tobi ist am Start. Und ab in nächstes Level. Wir haben diesmal zwei Autos, die wir tragen müssen. Okay, also ich denke mal. Bam, 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 bam. Ja, ja, ja. Dann bauen wir mal hier hoch, hier hoch. Bam, bam, bam. Und dann bauen wir wieder meine schöne Dreieckskonstruktion. Nein, ich will keine Hydraulik. Okay, ich weiß, dass ich Hydraulik da... Danke. So. Oh, oh, okay. Das wird er noch halten, oder? Autos, schafft ihr es? Ach, okay, wir haben jetzt zwei kleine Autos. Also solltest du es schaffen, oder? Perfekt, ich werd Brückenbauer. Ui, ein schweres Auto, ein kleines. Okay, let's go. Bam, 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 bam. Ja, eigentlich sollte das schon ausreichen? Okay, meine Brücke ist komplett zusammengebrochen. Das sollten wir eventuell nicht in Angriff nehmen. Okay. Brückenbauer Tobi sagt, wir bauen mal eine andere Brücke, obwohl wir haben nur Holz. Dann muss ich mit meinem Holz ein bisschen verarbeiten. Perfekt, let's go. Kann ich eigentlich ein bisschen nach unten bauen? Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das nützlich ist. Okay. Ja. Also ich würde sagen, die Brücke funktioniert so halb. Ja gut, vielleicht sollten wir mal paar Sachen löschen, die ich hier fehlgebaut habe. Und einfach bei meinen Dreiecken bleiben, die irgendwie keine Dreiecke mehr sind. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen drum trauern, dass meine Brücke nicht ganz so gut ist. Ich glaube, ich werde Deutschlands bester Brückenbauer. Neuer Plan. Wir deleten alles. Brücken bauen ist doch was eher was anderes. So, dann bauen wir nach hier hoch, hier hoch. Die Stützen hier. Und jetzt machen wir doch meine Dreiecke einfach. Ich glaube, meine Dreiecke sind die besten. Und meine Brücke hält mit den Dreiecken. Mann, obwohl... Also, es sieht nicht ganz so stabil aus. Und also hier ist irgendwann ein Knacks drin. Für die Autos reichen. Die nächsten sind mir egal. Oh, jetzt haben wir einen Van. Und der muss da auch kommen. Der muss ja echt hier nach oben. So, zurück.
Okay. Brückenbauer Tobi ist wieder am Start, deswegen solltet ihr immer, wenn ihr Brücken bauen müsst, immer denken, ich mache die besten Brücken. Er ist zu weit entfernt, ihr wollt mich halt verarschen. Vielleicht machen wir eine Rampe? Nee, geht glaube ich nicht. Okay, meine Brücke ist auch irgendwie nicht so die allerbeste. Klappt das? Ich weiß ja nicht. Also ich muss ja schon mal ein bisschen nachschauen. Na? Also irgendwie hält die. Ja gut, Brückenbauer Tobi ist doch nicht am Start. Dann deleten wir mal das ganze Holz. Wir müssen eine gerade Strecke machen. Ah, stimmt, ich kann es einfach... Okay, das ist da unten doch nicht so schön. So, 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 so. Bam, 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 bam. So, das ist eine Brücke, die ihr jetzt noch halten müsste. Auch wenn mein Auto ist echt schwer. Irgendwie habe ich das Gefühl, das bricht ein. Nee, okay, alles gut. Oh, die müssen über zwei. Okay. Kleinen Trick gefunden. So, zwei Autos und da hinten wird es schwer. Wir haben mal 18.000 zur Verfügung. So, 18.000, das ist halt auch schon wieder was schön Nettes. Und es klappt einfach bis da hinten nicht. Perfekt. So, Brückenbauer Tobi meldet sich wieder schön am Start. Also, was mache ich denn hier? Also, so mit Holz eine Brücke zu bauen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das ganz Stabilste ist. Da muss ja eigentlich irgendwie nur eine Welle kommen und meine Brücke ist weggespült. Ja, die ist eine Momentaufzeichnung. Wenn meine Brücke weggespült wird, dann bin ich echt traurig und das sieht nicht stabil aus. Das sieht nicht stabil aus. Ah, stimmt, mein... Oh, scheiße, meine müssen ja jetzt zwei Autos tragen und dass das nicht zusammenbricht. Dass das hier nicht zusammenbricht. Ich kann es nicht glauben. So, letztes Level für heute. Und zwar mit Schiffen. Okay. Also irgendwie denke ich... Ja, das Schiff kommt als erstes. Also was mache ich denn da jetzt? Auch wenn meine Brücke ein bisschen schräg ist, aber das ist moderne Kunst, Leute. Ihr könnt nichts sagen, es ist moderne Kunst. Es ist keine moderne Kunst. Vielleicht doch nochmal dann oben was hinhalten. Ich glaube schon. Also wir haben auch gut Geld übrig, deswegen... Meine Brücke bricht immer an dieser Stelle. Ich kann hier aber nichts machen. Oder kann ich unten irgendwie ein bisschen halten? Nee, die bricht hier, weil das einfach zu stark ist. Das gefällt Brückenbauer Tobi gar nicht. Komm. Die bricht immer wieder hier ab. Egal, wir sind jetzt über Budget. Okay, nee. Wir fangen von neu an. So. Unsere Brücke muss ja von hier bis hier hingehen. Aber es wird nicht funktionieren, weil das Schiff einfach eigentlich kaputt machen würde. Also Rampe bauen, aber eine Rampe will ich jetzt eigentlich auch nicht bauen so gerne. Oder ist es wirklich die Sache, die ich bauen muss? Eine Rampe? Nee. So. Nee, es wird gar nichts geklappt. Okay. Achso. Meine Brücke muss gebaut werden. Okay. Wir bauen jetzt alles nochmal von neu. Hier mit der Brücke hin. Stütze 1. Stütze 2. Wir bauen schön meine Geländer hier ran. Aber vielleicht brauche ich auch so eine Hängebrücke? Nee, Hänge. Wir haben nichts. Deswegen denke ich eher,
weniger, dass wir das haben. Es bricht immer... Wo bricht es denn? Hier in der Mitte. Warum? Oder... Ah, oh, warte mal. Vielleicht sollte ich mal das hier machen. Oh, meine Brücke. Die bricht immer hier. Die bricht genau hier. Okay. Brückenbauer Tobi ist enttäuscht. Deswegen... bauen wir jetzt hier 10 Konstruktionen, die immer noch nicht funktionieren. Brückenbauer Tobi ist erleichtert. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für den nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Part gerne ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, um noch eine weitere Folge von Polybridge nicht zu verpassen. Dann werden wir dieses Fiasko hier lösen mit dem Schiff A. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao.